Hallo meine Freunde, ich grüße euch wieder aus meinem Filmzimmer. Heute unternehmen wir eine Reise in die Oasis. Ja, seid gegrüßt. Heute schauen wir uns das Lenticular Full Slip zu Ready Player One von Mantalab an. Eine Edition, die mir wirklich sehr gut gefallen hat. Diese habe ich natürlich noch nicht ausgepackt, aber ich habe mich selbst ein bisschen auf YouTube gespoilert und habe mich direkt in diese Edition verliebt. Gestern hatte ich ja schon die Hardbox von Hot Foods im Unboxing. Das Ganze könnt ihr euch hier oben auch nochmal anschauen, wenn ihr dieses Video zu Ende geschaut habt. Heute soll es aber um Ready Player One gehen. Ein Film, der nicht kritiklos an mir vorbeigegangen ist. Also ich hatte durchaus was auszusetzen gehabt am Film. Würde ihn als gut bezeichnen, aber nicht als überragend. Dafür hatte ich mir doch mehr erhofft. Allerdings, die Edition hier ist einfach hammermäßig. Obwohl es nur eine 3D Blu-ray-Kombo ist und ich mir den Film ja eigentlich dann auf 4K Ultra HD ins Regal stellen wollte, kam ich an dieser Edition einfach nicht vorbei. Der Grund ist ganz einfach, die deutschen Steelbooks, die waren zum größten Teil einfach grottig. Für meinen Geschmack ist natürlich alles Geschmackssache und diese Edition, wie gesagt, die hat es mir direkt angetan, seit ich das erste Video gesehen habe. Wir sehen hier auch schon die ganze Zeit im Vordergrund das Lenticular. Hat zwar auch einen geringen Wackeleffekt, allerdings die Tiefenwirkung von diesem Lenticular ist einfach grandios. Das kommt schon fast an das Blade Runner 2049 Lenticular Cover Steelbook ran. Wenn man allein hier unten das hier beachtet. Ich weiß jetzt gar nicht, ob es jetzt auf dem Bildschirm bei euch so geil rüberkommt, wie bei mir hier vor meinen Augen. Ich nehme mal an, die Antwort wird Nein lauten, aber der Tiefeneffekt ist einfach grandios. So sieht das Ganze von der Seite aus. Und auch die Rückseite. Holo-Effekt hier, leicht geprägt. Der Charakter ebenfalls nochmal mit einer Beschichtung. So sehen wir es richtig gut. Alter, das sieht schon richtig, richtig geiler Full Slip. Finde ich richtig toll. Hier oben nochmal das Logo, hier unten die Limitierung. 900 Stück gibt es von dem Lenticular Full Slip. Ich habe die Nummer 726. Und im Inneren Steelbook und Booklet. Ich cutte. Pack das Ding aus und dann geht's weiter. So, das Ganze wurde jetzt von Folie befreit. Wir haben hier noch ein Backpaper, das um den Full Slip herum gewickelt war. Wir sehen hier unter anderem die Extras, über 90 Minuten Bonusmaterial. Deutscher Ton ist natürlich auf diesem asiatischen Import leider nicht enthalten. Wir Sammler können da oft gut genug drüber hinwegsehen. Wir haben hier ein Booklet, das wieder einige Seiten bereithält für uns. Hat auch eine schöne Aufmachung. Das schauen wir uns jetzt mal genauer an, bevor wir zum Steelbook kommen. Das Full Slip habe ich übrigens zu einem sehr fairen Preis von 50 Euro plus Versand bekommen. Ich war ja schon beinahe kurz davor, mir dafür 70 Euro hinzulegen bei eBay. War es mir dann aber jetzt auch nicht wert jetzt. Man sieht ja, es geht günstiger, also 50 Euro absolut fairer Preis. Interessenten können sich diese Edition natürlich direkt bei Mantalab bestellen. Wer keine Kreditkarte hat, ich erwähne es immer wieder gerne, mediapsychos.com. Da gab es auch einen Groupbuy zu dieser Edition. Eigentlich wollte ich mich zu dem Film auch keine Sonderedition zulegen, aber wie gesagt, ich bin auf YouTube zufällig über ein Unboxing gestoßen vor 2 Wochen, war sofort begeistert. Vor allen Dingen vom Steelbook, das sehen wir ja gleich. Die deutschen Steelbooks haben mir eigentlich gar nicht gefallen. Dieses, ich glaube, Saturn-Exklusive oder was das eine war, das war noch in Ordnung. Aber diese 2 Standard-Steelbooks mit diesen Symbolen und dem Easter Egg, die haben mir gar nicht gefallen. Wenn man bedenkt, dass teilweise dafür 35 bis 40 Euro zu löhnen waren, dann sind 50 Euro für so eine coole Mantalab-Edition hier eigentlich schon fast geschenkt, auch wenn es noch viel Geld ist natürlich.
Aber bevor wir zum Steelbook kommen, im Inneren natürlich, wie immer, ein Umschlag mit Artcards. Von diesem Logo, von diesem Motiv habe ich eben gesprochen, das gab es ja als Steelbook. Wir haben hier die kleinen Charakterkarten, Avatarkarten. Ja, den Film werde ich mir auf jeden Fall auch noch auf 4K Ultra HD zulegen, wenn er im Preis etwas gesunken ist oder mal in der nächsten Aktion vorhanden ist. Hier haben wir die größeren Charakterkarten, die sehen von hinten alle so aus. Natürlich wieder die obligatorischen Szenen aus dem Film. Und damit kommen wir jetzt auch zum Highlight dieser Edition, zu meinem Highlight dieser Edition, zum Steelbook aus der Mantalab Edition. Und ich finde dieses Teil einfach sau geil. Das Einzige, was jetzt das Ganze noch mehr aufgewertet hätte, wäre es vielleicht so eine Rahmenprägung noch gewesen, aber das ist jetzt wirklich meckern und kritisieren auf allerhöchstem Niveau. Das Teil ist einfach der Oberhammer, gestochen scharf, schöne Farben, Hochglanz, Finish und der Ready Player One ist tiefen, Ready Player One Schriftzug ist tiefen geprägt, so kann man es sehr gut sehen. Und das Teil ist einfach der Oberhammer. Ich weiß gar nicht, ob man das jetzt hier so gut alles einfangen kann. Also dieses Steelbook, ganz ehrlich, das wäre das Geld allein schon fast wert gewesen. Wenn man bedenkt, wie gesagt, 35 bis 40 Euro hier bei uns für so ein weltweites Steelbook, was da so dahin geklatscht war. Und hier dieses affenscharfe Motiv in dieser Optik. Hammermäßig. Eins meiner schönsten Steelbooks, würde ich spontan sagen. So sieht es von der Seite aus. Und auch hier hinten die Rückseite. Episch. Episch. Wieder gestochen scharf. Tolle Farben. Cooles Motiv. Richtig geil. Mal schauen wir uns mal an, wie es von innen aussieht. Hier haben wir die 3D Blu-ray. Und die normale Blu-ray und den Innendruck, den man durchaus mitnehmen kann. Ist jetzt nichts Außergewöhnliches, was einen im Atem stocken lässt, aber immerhin kann sich durchaus sehen lassen. Da gab es schon weitaus Schlimmeres. Und dieses Steelbook ist einfach der Hammer. Haut mal in die Kommentare, was ihr zu dem Steelbook sagt, wie ihr das findet. Vor allen Dingen im Vergleich mit dem, was es hier in Deutschland zu kaufen gibt. Also Burner, Burner-mäßig. Das ist schon fast zu schade, um es im Fullslip zu verstecken. Richtig geiles Teil, finde ich. Wenn es euch nicht gefällt, könnt ihr es natürlich auch in die Kommentare schreiben. Nur weil ich davon jetzt so begeistert bin, müsst ihr mir da keinen Honig um den Mund schmieren. Ich bin einfach nur, finde es einfach top. Na? Aber haut auch mal in die Kommentare, wie ihr den Film fandet. Wie gesagt, ich fand den gut. War aber ein bisschen enttäuscht, weil er so viele Lorbeeren kassiert hatte bei den Filmfans. Waren meine Erwartungen wirklich sehr hoch. Deswegen war ich wahrscheinlich auch ein bisschen enttäuscht dann. Die VHS-Edition fand ich jetzt auch nicht so den Burner. Sie war okay, aber fand ich jetzt nicht so passend zum Film. Und deswegen die Edition, also da bin ich jetzt mehr als zufrieden mit dieser Edition. Hammerteil. Wenn euch die Edition gefällt, gebt mir doch mal einen Daumen nach oben. Falls ihr solche Unboxings nicht verpassen wollt in Zukunft, Abo dalassen, Glocke aktivieren, dann werdet ihr über jedes Video auch benachrichtigt. Ihr verpasst kein Unboxing mehr von mir und dann werdet ihr auch weiterhin mal immer wieder solche mega geilen Editionen sehen bei mir auf meinem Kanal. Ich bedanke mich auf jeden Fall herzlich, dass ihr auch heute wieder eingeschaltet habt und mich unterstützt. Freue mich über meine super Edition und hoffe, euch demnächst bald wieder ein cooles Unboxing bieten zu können. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Macht's gut. Ciao.